Hallo und herzlich willkommen zurück zu Stadio Valley, dem Dorf der Bekloppten, Schwulen und Bescheuerten. Nicht, dass ich jetzt was gegen Schwule habe, auf keinen Fall. Ein paar meiner besten Freunde sind schwul, also ne, nicht beleidigt fühlen. Aber eben willkommen im Dorf der Bekloppten, wo alle ein bisschen durchdrehen und ja, wo irgendwie die... Ich hab schon wieder Post. Wo die Leute nicht ganz so ticken, wie sie ticken sollten. Irgendwie machen die mir hier alle Angst. So. Wegen der Geräusche im Hintergrund nicht wundern. Kumpel von mir macht gerade mein Computerzimmer fertig, also von daher kann es auch mal ein bisschen lauter sein, was allerdings überhaupt nicht schlimm ist. So, dann gucken wir jetzt mal hier auf der Post. Ich habe gesehen, dass du die alte Mine erkundet hast. Du hast die Seele eines Abenteurers. So viel kann ich schon einmal sagen. Wenn du 10 Schleime erledigen kannst, hast du dir einen Platz in meiner Abenteuergilde verdient. Pass auf dich auf, Marlon. Na, 10 Schleime, die kriegen wir doch noch platt. Aber ich würde gerne auch erstmal meine Gießkanne auffüllen. So, dann haben wir genug Holz, Holz sag ich schon. Stein und Kupfer zusammen jetzt schustert, um uns den alten, wie heißt er hier denn? Aufnahme. Ja. Wenn du 10 Schleime. Okay, alles klar. Um hier wo. Warte. Ach, hier. Hier ist er, genau. Um uns den Schmelzofen zu basteln. Juhu! So. Und den Schmelzofen, wo schmeißen wir den hin? Den würde ich ungern drinnen hinschmeißen. Wollen wir den hier hinstellen oder irgendwo draußen? Oder doch drinnen? Ich weiß ja nicht, ob ich den nur wieder aufnehmen kann. Aber eigentlich schon, oder? Hier geht nicht. Warum geht denn das da nicht? Warum geht denn das hier nicht? Ich will hier da hin. Hä? Ich den vielleicht hier? Oh nee. Stellen wir den jetzt hin? Stellen wir den Donner drinne? Warte mal, das Kupfer, das können wir ja erstmal wieder inlagern, genauso wie. Hallo? Wie den Stein, den. Was, lagern wir den einen Stein? Dann kommen den Stein lagern wir auch. Den Kram, Lauch. Sollten wir denn, wenn wir mal irgendwann einen Rucksack haben? Rucksack wäre natürlich auch genial. Brauchen wir unbedingt noch. Siehst du, die volle Dings müssen wir auch noch abliefern. Na ja, holen wir uns den Schmelzofen hier hin. So. Warte. Dann nehmen wir uns mal die 11 Kupferdinger. Hallo? So, und jetzt? Benötigt ein Kohle. Na. Warte. Benötigt 5 Erz. Hä? Jetzt haben wir die geschnallt. Also wir müssen Kohle im Inventar haben und das Kupfer im Inventar haben. Die Geode werden wir gleich mal noch abgeben. Die bringen wir zu dem Schmied. Uhrzeittechnisch passt das ja. Also ab zum Schmied. Sag mal, wie lange brauchen die Scheiße hier eigentlich noch? Oder kalkt das schon? Nö, kalkt noch nicht. Gut, dann erstmal ab zum Schmied. Mit schnellen Schritten. Und wir wollten noch nebenbei sammeln. Wir wollten nebenbei noch sammeln für dieses komische magische Buch da. Oh, was ist denn jetzt schon wieder? Schmelzen. Mit deinem neuen Schmelzofen kannst du Metalle schmelzen. Laut Clints Anweisung sollte der Schmelzofen aus 5 Stück Kupfererz und 1 Stück Kohle einen Kupferbarren anfertigen. Alter, nutze deinen Schmelzofen, um einen Kupferbarren zu schmelzen. Machen wir ja gerade. Huch. Das war ein Klick zu viel. So, denn siehst du, in den Gemischtwarenladen würde ich auch gerne mal reinschnuppern. Mal gucken, ob die für uns was Schönes da haben. Offen hat er ja. Guck mal hier. Rucksack für 2. Alter! 2000! Alter, was? Boah, der Preis, Alter. Jetzt gucken wir, was ist denn das für ein Rucksack? Wer ist er denn hier? Alex! Wusstest du, dass ich der beste Quarterback in der Schule war? Es ist wahr. Der hat bestimmt mit El Bundy zusammengespielt. Siehst du den kleinen Stern an meiner Jacke hier? Der beweist es. Ich sehe keinen Stern.
Aber okay, wenn er das behauptet, dann soll es auch so sein. Gut. Da ist unser Freund, der Bürgermeister. Der Zarte. So, die Geode. Macht der hier durch, ne? Hallo? So. Werkzeug Geode aufbrechen. Der Preis pro Geode 25. Na gut, machen wir mal. Zack. Boing. Und da ist was drin. Nikuit. Juhu, so können wir das jetzt Alfredo hier hinten geben. Da steht er schon. Da steht er schon. Hallo? Entsetzlich. Nicht ein einzelnes Stück in der gesamten Kollektion. Hey, Opa. Was? Oh, was hast du da? Was meinst du? Du hast etwas gefunden? Lass mich sehen. Flump. Bemerkenswert. Es ist sehr alt. Ich würde es gerne genauer unter die Lupe nehmen, aber es gehört dir. Ach, bald, Onkel. Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Würdest du eventuell neue Fundstücke wie Artefakte oder Minerale spenden? Wir könnten zusammen bahnbrechende Entdeckungen machen. Oh, und wer weiß, wenn du weiter spendest, schicke ich dir vielleicht den ein oder anderen interessanten Gegenstand, über den ich stolpere. Denk darüber nach, ja? Wenn du etwas spenden willst, bring das Objekt einfach hier zur Rezeption. Ding. Ding. So, und wir wollen natürlich spenden. Was sollen wir mit den Kackschmus? Wir könnten doch verkloppen, denke ich mal. Dem Museum spenden. Die Geode. Zack. Und jetzt können wir uns natürlich aussuchen, wo packen wir denn das ganze Gerät hinten hier. Wir haben hier so viele Plätze frei. Alter, so viele Plätze. Die Frage ist natürlich, wie viele Geoden finden wir, wie viele Artefakte oder wie auch immer. Komm, wir hauen das Ding hier hin. Zack. So. Archäologie. Gunther hat dich darum gebeten, neue Artefakte oder Minerale dem Museum zu spenden. Er meint, er würde dich ab und an mit seltenen Waren kompensieren. Sehr schön. Huch. Ach, jetzt. Ach. Ach so. Zack. So, die Kohle nehmen wir uns gleich mit. Wir müssen unbedingt auf 2000 kommen, ey. Ich will diesen Kackrucksack haben. So, dann schießen wir mal da hinten hin. Ding, 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 ding. Und schauen uns an. Nee, gut. Die feinen Scherben formen ein winzige pinke Flur. Juhu. Gut. So, dann hat der mal. Warum ist hier so ein. Hier fehlt ein Buch. Ja, sehr schön, dass das da fehlt. Und dann, wie gesagt, würde ich jetzt gerne gucken, dass wir eventuell die ganzen Dinger für einen Frühlingsscheiß da zusammenkriegen, für das eine Buch. Und die werden wir sicherlich unten im Wald finden, da bei dem Stinkezauberer. Oh, eine Muschel. Oh, eine Muschel. Aha, Aha, ich bin selbst relativ neu in der Stadt, aber ich fühle mich schon weh zu Hause. Ich bin nur ein Jahr vor dir hergezogen. Ja, und du bist ein armer Wicht. So, Muscheln haben wir gefunden, die könnten wir dann natürlich auch noch verscheuern. Ja, weißt du, was denn mit den Dingern hier auf See hat? Was denn mit den Dingern auf See hat, will ich auch mal wissen. So, die Muscheln verkloppen wir natürlich. Wir brauchen so viel Geld wie möglich. Ich hoffe mal, dass irgendwann auch die Kartoffeln soweit sind. Da ist eine Blume und hier ist auch irgendwas. Hä? So, eine Blume haben wir schon mal. Da oben sind auch noch Blumen. Wir sehen. Genauso wie hinten. Und wer sendet hier? Wer ist sendet? Hallo, du alte Kräuterhexe. Hallo. Ach, Manni. Ich liebe Tiere, Herr Kortax. Wenn du dich gut um sie kümmerst, werden wir sicher gute Freunde. Bing. So, ab in den alten Schalumpenwald hier. Die bringt uns nichts. Dittidi. Sie hoppelt da sinnlos rum. Da ist ein Schmetterling. Und hier gibt es komischerweise gerade nicht eine Kackblume, die ich pflücken kann. Das ist ja blöd. Ein bisschen Holz.
Ding, ding, ding. Ich hab dir nix, ey. Was ist denn dit? Was ist jetzt? Oh, guck mal hier. Da liegt noch Müll rum. Wir hätten vielleicht mal am Strand. Och, was ist das denn für eine Hütte, Alter? Sieht verlassen aus. Ne, sag bloß. Kick mal einer an. Dum, dum. Dum, dum. So. Und hier scheint es echt nichts weiter erstmal großartig zu geben. Schade. So, jetzt ist die Frage, wo kommen wir hier hin? Hilfe, ich habe mich verirrt. Ach, wer ist sie denn? Ellie ist zu sehr mit ihren Kamera beschäftigt, um dich zu bemerken. Aha. Wo bin ich hier? Ich weiß gerade ja nicht, wo ich bin. Ach, wieder auf dem Hof. Ach. Gut, dann schießen wir ab zu unserem Hof wieder und gucken, ob wir da noch ein paar Blümchen oder so pflücken können. Wir haben ja immerhin die Dinger des Waldes direkt in unserer Nähe. Angeblich irgendwie so. Hallo, ich komme hier nicht durch. Hilfe! Doch, da. So, schauen wir doch mal. Kick mal, hier ist auch so eine komische Frucht. Flupp. Hier ist nochmal so ein Ding. Hallo. So. Und alles, was wir jetzt da oben in das Büchlein, sag ich mal, nicht rinpacken können, wird natürlich verscheuert, denn. Hier ist noch mehr. So, das nehmen wir noch mit. Ist natürlich sehr praktisch eigentlich, dass hier der ganze Kack wirklich bei uns vor der Haustür wächst. Gut, so, das wird später bestimmt unser Gewächshaus oder irgendein Tierdingens, Kirchen oder so. Warte mal. War das die Sende? Jo. Oh, und was haben wir hier? Könnte ich mir aufnehmen. Verdammt. Warte mal, wir scheuern. Hallo? Ach. So. Ja, ja, Inventar voll, ich weiß. Ich würde jetzt gerne erstmal schnell die Muscheln hier. Ach. So. Ich hoffe nur, der nimmt jetzt das Holz nicht auf. Was er sicherlich machen wird. Sag ich ja. Ach. Die bringen wir schnell mal weg. Holz werden wir sicherlich auch neu brauchen können. Und, da ist ein Kupferbahn fertig. Tick, 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 tick. So. Und ich will wissen, was das da hinten ist. Das will ich wissen. Diese komischen. Ach. So. Gemischte Saat. Ne. Komm, die hauen wir gleich mal rein hier. Zack. Mal kicken, was da rauskommt. Schwupp. Ehen mal gegossen. So, dann geht jetzt ab zum Gemeindezentrum. Titidi. Bisschen Zeit haben wir ja noch. Und dann nehmen wir mal in das Zentrum. Bin ich gespannt, was wir da inlagern könnten. Von dem ganzen Zeug, was wir gefunden haben. Ab nach oben hier. So langsam finden wir uns denn doch zurecht. Oh, hier ist noch so eine Blume. Die nehmen wir noch mit. Da ist der Spielplatz. Eigentlich müsste irgendwo hier das Gemeindezentrum sein. Da ist es. So. Ich frage mich, wo hier der Wind herkommt. So, Bündel sammeln, grün. So, das heißt, einmal dit. Hallo? Also, kann ich das auch einzeln nehmen? Ja. Einmal dit. Einmal dit. Und dann fehlt uns bloß noch so eine Kackblume und dann haben wir es schon. Dann haben wir hier im Frühling zumindest schon mal fertig. Ich würde gerne mal gucken, wir gucken uns, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, wir gucken uns noch immer um irgendwo, ob wir nicht eventuell so eine Blume noch finden. Die muss ja irgendwo sein. Da ist so eine. Ja, sehr schön. Ah, da kann man natürlich wieder. Warte mal. Eine Spitzhacke? Ich weiß ja nicht, was hier liegt. Stein? Nö. Ich würde gerne noch so eine Blume finden jetzt. So eine gelbe Blume. Ja, wissen, wie wir auch hier rinkommen, in den komischen Waldscheiß da. Hier ist nochmal so ein Ding, können wir dann später noch verscheuern. Hier rennen wir mal eben mal rum.
Guck mal, hier auch noch lang. Na komm. Hier muss ja irgendwo so eine Blume rumstehen. Kann doch nicht sein. Stehen überall Blumen rum, aber nicht die, die wir suchen. Und wir kommen bei uns raus. Das ist ja praktisch. Ey, gut, dann können wir jetzt so pennen gehen. Scheiß drauf, was soll's. Dann gehen wir jetzt pennen. So, und uns fehlt ja bloß noch die Blume. Vorher nehmen wir uns den Bahn raus. Juhu, Kupferbahn. Aufnahmetiere in der Tiefe, in der Mine, Fortschritt. Erreiche Hofarbeit Stufe 1 und stelle einen Vogelscheuche her. Die Vogelscheuche. Da ist sie. Holz, Kohle und Fasern. Standarddünger. 2 Harz, das ist natürlich nicht verkehrt. Was ist denn? Ach, ich hasse das. Mit der Maus machst du das besser. Ein Lagerfeuer, Stein, Holz, Fasern bietet eine mäßige Menge Licht. Müsli-Riegeln, Eicheln, Ahornsamen, bla bla bla, wilde Saat. Wilder Meerrettich, Narzisse, Lauch und Löwenzahn. Und Löwenzahn ist noch das, was wir brauchen. Und dann könnten wir wilde Saat herstellen. Eine Auswahl verschiedener wilder Frühlingssaat. Nicht schlecht. Was ist das? Schotterpfad ist okay. Pflastersteinpfad, dafür brauchen wir Stein. Was haben wir hier? Eine Fackel. Fackel sollten wir uns eventuell mal hier noch in ne? Oder warte mal, können wir nicht? Wump. Licht. So, wir wollen aber eh pennen, ist egal. Ach nee, und bevor wir pennen gehen, siehst du? Uns fehlt ja eigentlich nur noch die eine Blume. Dennoch würde ich gerne. Ja, komm, den ganzen Kratschmus hin. Scheuern wir jetzt hier. Den Eisen-Kupferbahn, den hauen wir hier noch. In eine Truhe rin. So. Na komm, zack. Und dann haben wir das hoch und dann. Ja, ins Bett gehen und dann gucken wir mal, was wir verdient haben. Hoffentlich nicht so wenig. Entschuldigung. Gut, und damit. Gesamt haben wir 291 verdient. Sehr schön. Damit verabschiede ich mich. Sage schön mit Öl. Bis zum nächsten Mal. Im Dorf der Bekloppten bei Stardew Valley. Euer Kortax.